müssen ja prüfen, dass die Warnungen, die der Pilot im Simulator gelernt hat, dass die auch funktionieren. Also fliegen wir Maximum Speed, Auto Thrust Off, okay. Geht gleich weiter, okay. Okay, Warning Lights Illuminate. Ja, Illuminates. Siren Sounds. Siren Sound, the Siren is killed, ja. Overspeed Warning Displayed. Jawohl. Und Nose Down Trim Inhibited. Ja. Test erfolgreich. Dann fliegen wir mehr als 30 Grad Bank. Dann, du weißt, was passiert. Genau. Ich muss es mir aber angucken. Dann wird das hier gelb und es kommt eine Stimme. Bank Angle, Bank Angle. 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 Dann lass mich nachdenken, was als nächstes kommt. Dann starten wir die APU. Ohne Luft, sondern elektrisch in 39.000 Fuß. Das ist die höchste Anforderung an die APU, die man ihr stellen kann. Also Bleed Valve wird ausgemacht, dass nicht der Airstarter läuft, sondern der Elektrostarter. Das hat sie nicht gerne, aber das muss sie können. APU Selector Start and Release. Mhm. Kannst du gleich durchdrehen, weil wir ja schon geguckt haben nach der Inlet. Jetzt kommt die Drehzahl. Abgastemperatur steigt, hat also schon Zündung gehabt. Warm wird es auch, 750 Grad. So, jetzt ist über den Berg. Annähernd 100%, 330 Grad, APU Running, 45 Sekunden hat gelaufen. Prima. Und dann kommt eine sehr schöne Phase. Jetzt müssen wir probieren, wir haben ja eben den Highspeed-Klacker getestet, also die Highspeed-Protection. Und jetzt probieren wir, ob auch die Low-Speed-Protection geht. Das heißt, wir fliegen das Flugzeug tatsächlich an die Stall-Warning ran. Also wir fliegen es mit Flaps Up, Flaps 20 und Flaps 30 an die jeweiligen Stall-Speeds ran. Und zu dem Gewicht, was wir haben und zu der Höhe, in der wir sind, gibt es eine Tabelle, bei welcher Geschwindigkeit wir die Stall-Speed-Warnung, den Stick-Shaker, erwarten. Und in einem sehr engen Bereich rund um diese Speed muss der dann auch wirklich kommen, falls du viel zu langsam fliegst. Erst below ist richtig. 133, sehr gut, passt genau. So, und das sind jetzt 117. Erstmal runtergehen auf die 15.000, richtig. Das wird auch passen. Ja, das sieht gut aus. 117. So. Flaps 20, wenn die Maschine nachher im Liniendienst ist, dann muss das ja gehen. Und das können wir glauben, das reicht uns nicht, wir wollen das wissen. Das stimmt. Und auf dem Testflug testen wir natürlich auch, dass ein Triebwerk, was in der Luft abgestellt wird, dass das auch wieder startet. Und dann machen wir das so, wir machen Idle Thrust und warten 5 Minuten und dann wird ein Benzinern, ein du weißt, was passiert, ausgeschaltet. Dann geht das Triebwerk aus, ist klar, ohne Sprit kann es nicht laufen. Wir machen den jetzt mal in Level Flight, müssen nur den vorher in Idle nehmen. Ja, ich mache den Auto Thrust aus und nehme den raus, damit der schon abkühlt. Ne? So, der Flieger fliegt ja jetzt unsymmetrisch, das heißt, das Flugzeug würde jetzt eine Linkskurve machen wollen, aber das Thrust Asymmetry Computer, TAC, der verhindert, dass das Flugzeug in der Linkskurve fliegt, er tritt selbstständig ins Ruder und hier kann man es sehen mit 6 Einheiten. Gut, dann Engine Shutdown and Relight Left Engine. Okay, Fuel Control Switch off. Left Side confirmed. Left Side cut off. Engine spools down. Left Side Fuel Control Switch. Left Side confirmed. Run. Engine Start Parameters are normal. 21, 22, 23. Irre, ne? Genauso läuft es im Flugzeug. Genauso. Wenn das alles funktioniert hat, ganz am Ende fliegen wir dann auf der Rammer Turbine. Nur auf dem Generator und auch nur auf dieser einen Hydraulikpumpe. Das fliegt sich einwandfrei. Dann schalten wir wieder alle Systeme dazu
landen und haben Feierabend.